Die Regelmäßigkeit der Muster und Formen in der Natur scheint kein Zufall zu sein. Die Suche nach dem Schlüssel liefert Hinweise auf einen Code, der über alles auf der Erde und sogar darüber hinaus zu herrschen scheint. Können wir den kosmischen Code entschlüsseln? Herzlich willkommen bei Faszination Universum. Periodische Vorgänge in der Natur, die geben Vertrauen. Und Vertrauen, das ist der Anfang von allem. Regelmäßigkeiten um uns herum, die schaffen Sicherheit, weil man auf sie zählen kann. Aus einer chaotischen Umwelt voller Gefahren wird so eine wenigstens in Teilen berechenbare Natur. Und schon seit Urzeiten hat die Entdeckung, dass die Zahlen in der Natur auftreten, den Verdacht genährt, es könnte einen kosmischen Code geben, dass Zahlen Macht über die Natur haben und vielleicht sogar über uns. Dabei ist unser Verhältnis zu Zahlen eher geteilt. Zahlen gelten als nackt und kalt, aber wir haben auch Glückszahlen. Und dann haben wir noch Zahlen für gewisse Tage. 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Es ist der 16. Juli 1969, Start der Mission Apollo 11. Das Datum erinnert nicht an eine besondere Glückszahl, aber die Mission wurde zu einem Meilenstein in der Eroberung des Universums. Ein Menschheitstraum ging in Erfüllung. Neil Armstrong und Buzz Aldrin betraten als erste Menschen den Mond. Eine unvergessene Erfolgsgeschichte, die sich mit Apollo 12 fortsetzt. Auch mit Apollo 13 wollen die Amerikaner einen weiteren Triumph feiern. 6, 5, 4, 3. Als die Rakete die Startrampe verlässt, deutet nichts darauf hin, dass die Mission auf eine Katastrophe zusteuert. Es ist 13.13 Uhr Ortszeit. Es geschieht zwei Tage später, am 13. April. Auf dem Weg zum Mond explodiert ein Tank. Die Mondlandemission wird sofort abgebrochen. Tagelang bangt die Welt um die Astronauten. Mit knapper Not entkommen sie einem Inferno. Die 13. Ein schlechtes Omen? Spurensuche. Bereits in der Bibel hat die 13 eine besondere, eine unheilvolle Bedeutung. 13 Menschen versammelten sich zum letzten Abendmahl. Manche glauben sogar, dass Jesus an einem Freitag, den 13., gekreuzigt wurde. Wissenschaftlich nachweisen lässt sich das nicht. Hinweise darauf, was bei uns den schlechten Ruf der 13 weiter beförderte, finden Forscher in den Geschichtsbüchern. Frankreich im 14. Jahrhundert. Der Templerorden hat in Kreuzzügen viel Geld, Macht und Landbesitz erobert. Der Orden verfügt über das größte und erfahrenste Heer, eine unkalkulierbare, grenzüberschreitende Macht. Der Einfluss des Ordens wächst in ganz Europa, vor allem jedoch in Frankreich, selbst mit wenig ehrenhaften Methoden. Als die Templer den Antrag des französischen Königs Philipps IV. Auf Mitgliedschaft ablehnen, ist er verärgert. Zudem ist er bei dem Orden hoch verschuldet. Die Templer fallen in Ungnade. Philipp schreibt einen Brief an alle Beamten seines Staates, der versiegelt verschickt wird. Die Anweisung lautet: Der Brief möge am 13. Oktober 1307 im ganzen Land gleichzeitig von seinen Gefolgsleuten geöffnet und der darin formulierte Befehl ausgeführt werden. Der König ordnet an, die Tempelritter landesweit zu verhaften und ihre Besitztümer einzuziehen. Sie werden der Ketzerei angeklagt. Es ist Freitag der 13.
Der Mythos der Unglückszahl 13 scheint bestätigt. Weitere Ereignisse um einen 13. reihen sich in die Chronik ein. Berichte kommen selbst aus der neuen Welt. Als Henry Bliss am Abend des 13. September 1899 in New York die Straße überquert, geschieht es. Er wird der erste namentlich bekannte Verkehrstote in Amerika, wie die New York Times in ihrer nächsten Ausgabe berichtet. Der schlechte Ruf der 13 und dann noch in Verbindung mit Freitag hat weitreichende Wirkungen. So werden diesem Unglückstag Ereignisse zugesprochen, die gar nichts mit ihm zu tun haben. New York 1929. Nach einem deutlichen Aufschwung fällt wochenlang der Dow Jones Index. An einem Tag brechen die Kurse an der Börse schlagartig ein. Die Folge? Eine Weltwirtschaftskrise. In Europa schreibt der Tag Geschichte als schwarzer Freitag. Für manche ein Beweis, dass der Freitag zusätzlich Unglück bringt. Aber der Börsencrash war an einem Donnerstag. Durch die Zeitverschiebung wurde er in Europa erst an einem Freitag bekannt. Und was ist mit der 13? Bei genauerer Betrachtung von Apollo 13 zeigt sich, es war gar nicht die 13. Mission des Apollo-Programms, sondern erst die 11. Die Missionen 2 und 3 hat es in der Zählung gar nicht gegeben. Doch trotz allem, bis heute hält sich der Glaube, die 13 ist eine Unglückszahl. Viele glauben, an einem Freitag, den 13., sei Autofahren besonders gefährlich. Doch statistische Untersuchungen zeigen, das Risiko ist an allen Freitagen gleich hoch. Dennoch bleibt die 13 vielen unheimlich. In vielen Hochhäusern fehlt deshalb der 13. Stock. In Hotels gibt es kein Zimmer mit der Nummer 13. Und den schönsten Tag des Lebens wollen viele keinesfalls mit einem Freitag, den 13. verbinden. Ja klar, die Forschung entlarvt unsere Vermutung als reinen Zufall. Und doch, es gibt Loserzahlen. Und mit denen will man nichts zu tun haben. Die 13 ist so ein klassischer Verlierer. Die krankhafte Angst vor Freitag, dem 13., hat übrigens einen wissenschaftlichen Namen. Paradesca Vedica Triaphobie. Also für alle Paradesca Vedica Triaphoben hier die schlechte Nachricht für 2015. Innerhalb von 4 Wochen zweimal Alarm. Tut mir leid, im Februar und im März. Na, wie auch immer, die 13 passt vielen von uns nicht. Und früher passte die 13 noch nicht mal in die Harmonie der Welt. Und was nicht passte, das wurde passend gemacht. Merke, wie viel Unheil ist durch Weglassen schon verhindert worden. Zu einer Zeit, als nur der Mond und die Sterne die Nacht erhellten, regte der Himmel die Fantasie der Menschen an. Früh begannen sie, in den hellsten Sternkonstellationen Bilder zu erkennen. Mystische Tiere und sagenumwobene Fabelwesen. Zwölf solcher fantasievoller Sternbilder sind die Tierkreiszeichen. Bis heute schreibt manch einer diesen Sternkonstellationen sogar Einfluss auf sein Leben zu. Doch es gibt eigentlich noch ein 13. Sternzeichen, den Schlangenträger. Was die Sternzeichen gegenüber anderen Sternbildern auszeichnet, ist ihre Position am Himmel. Sie liegen in etwa in der Umlaufebene der Erde um die Sonne. Von der Erde aus gesehen scheint sich deshalb im Laufe eines Jahres die Sonne durch diese Sternbilder zu bewegen. Vom 30. November bis 18. Dezember steht die Sonne im Sternzeichen Schlangenträger. Wieso spricht niemand davon, er sei in diesem Zeichen geboren? Die abendländische Astrologie geht auf die Schriften eines Griechen von vor 2000 Jahren zurück, Claudius Ptolemäus.
In seinem Sternenkatalog nennt er über 1000 Sterne und 47 Sternbilder, darunter auch die heute bekannten 12 Tierkreiszeichen und den Schlangenträger. Doch schon Ptolemäus teilt den Himmelsäquator in nur 12 Regionen und weist jeder Region ein Sternbild zu. Das 13. bleibt außen vor. Ptolemäus ist jedoch nicht der Erste, der so vorgeht. Denn der 12-teilige Tierkreis findet sich bereits in babylonischen Aufzeichnungen, die noch 1000 Jahre älter sind. Damals ist Babylon eine florierende Metropole. Die Babylonier sind aber nicht nur gute Geschäftsleute, sondern auch hervorragende Astronomen. Ihre Beobachtungen werden die Himmelskarten noch tausende Jahre später prägen. Vor allem die Vermessung der Mondzyklen beeinflusst die babylonische Astronomie. Ein Mondzyklus dauert fast genau 30 Tage. Heute wissen wir, in dieser Zeit läuft der Mond einmal um die Erde. Bis die Jahreszeiten wiederkehren, vergehen etwa 12 Mondzyklen. Denn so lange braucht die Erde für ihren Umlauf um die Sonne. Für die Babylonier wird die 12 zur beherrschenden Zahl des Himmels. Sie teilen das Jahr in 12 Monate. Jedem Monat weisen sie ein Sternbild zu und ignorieren dabei, dass die Sonne unterschiedlich lange in den Sternzeichen steht. Zum Beispiel nur 7 Tage im Skorpion und ganze 44 Tage in der Jungfrau. Doch die Einteilung in 12 Monate hat einen großen Vorteil. So lässt sich leicht ein halbes Jahr berechnen. Oder in Viertel oder auch Drittel teilen. Bei einer Einteilung in 13 Abschnitte würde immer eine krumme Zeitangabe entstehen. Deshalb musste das 13. Sternzeichen der Übermacht der praktischen 12 weichen. Im Laufe der Zeit ist der Schlangenträger in Vergessenheit geraten. Die 12 ist aber auch wirklich eine sehr schöne Zahl. 12, das ist 2 mal 6. Und die 6 ist eine vollkommene Zahl, denn 6 ist 1 plus 2 plus 3. Die Summe all ihrer Teiler. Also die 12 ist quasi doppelt vollkommen, fast göttlich. Im Griechischen heißt sie Dodeka und daraus ist bei uns im Deutschen das Wort Dutzend geworden, eine überschaubare Menge. In Italien ist die Unglückszahl übrigens die 17, das liegt an ihrer römischen Schreibweise. Und im Handumdrehen hat man daraus ein lateinisches Wort kreiert, Vixi, heißt ich bin tot. In Japan ist die Unglückszahl die 4. Sie wird nämlich genauso ausgesprochen wie das japanische Wort für Tod, Shi. Also Zahlen haben immer nur eine Bedeutung im Rahmen einer Kultur. Was der Einzelne oder die Einzelne daraus macht, das ist ihre oder seine Sache. Wann hat das Geschäft mit den Zahlen eigentlich angefangen? Denn Zählen ist doch im Grunde genommen ganz natürlich. Vor allem, wenn es von etwas mehr gibt als nur eines. Und da gibt es doch vieles. Wenn Zählen tatsächlich etwas ganz Natürliches ist, so müsste es uns doch in die Wiege gelegt sein. Lässt sich das nachweisen? Spurensuche in Australien. Die Ureinwohner, die Aborigines, leben in einer weiten, kargen Landschaft. Die Gegend macht es einem schwer, sich zu orientieren. Doch das ist für die Menschen hier überlebenswichtig. Denn die Wege zu Wasser und Nahrungsquellen sind weit. Die Aborigines verfügen über ein umfangreiches Repertoire an Bräuchen und bewahren so Mythen und Legenden in ihrer Symbolik. Ganze Landschaften beschreiben sie in Zeichnungen und Tänzen. Damit übermitteln sie auffällige Orientierungspunkte und Beobachtungen von Tieren. Die Zeichen und Symbole lassen komplexe Karten ihres Lebensraumes lebendig werden. Eine ausgeklügelte Überlebensstrategie in der Weite Australiens. Forscher
Forscher wollen herausfinden, wie die Aborigines zählen und womit sie rechnen. Die Befragung von Ureinwohnern bringt Verblüffendes zutage. Die Aborigines haben in ihrer Sprache nur Begriffe für Eins und Viele. Das Zählen steckt also nicht von Anfang an in der menschlichen Natur. Doch der Macht der Zahlen konnten sich andere Kulturen schon früh nicht entziehen. Vor etwa 10.000 Jahren beginnen die Menschen in Vorderasien, größere Herden zu halten. Um das Eigentum zu überschauen, ist Zählen nützlich, die Geburtsstunde der Zahlen. Vor 6.000 Jahren, als die Sumerer die ersten größeren Siedlungen errichten, bekommen Zahlen eine noch größere Bedeutung. Die Menschen spezialisieren sich auf unterschiedliche Tätigkeiten. Die Arbeitsteilung führt zu regem Handel. Es wird getauscht und gefeilscht. Mengen und Wertigkeiten werden gegeneinander abgeschätzt. Die Sumerer entwickeln auch die ersten Symbole für Zahlen und schreiben sie in Keilschrift nieder. Aber Jonglieren mit Mengen sollte bald nicht mehr ausreichen. Vor 5000 Jahren wird das Rechnen für die alten Ägypter zur notwendigen Kulturtechnik. Sie profitieren vom Nil für ihre ausgeklügelte Landwirtschaft. Der Nil ist aber nicht nur Wasserspender. Regelmäßig tritt er über die Ufer und bringt Nährstoffe auf die Felder. Doch es gibt ein Problem. Jede Nilflut zerstört die Markierungen der Felder. Um den Bauern wieder das Land in seiner ursprünglichen Größe zuzuteilen, messen ägyptische Beamte die Felder ab und berechnen die Flächen. Alltagsprobleme, die die Rechenkunst verbreiten. Für die Pharaonen sind die Zahlen noch von ganz anderer Bedeutung. Sie streben vor allem nach Macht und suchen immer neue Superlative in ihren Bauten und in der Mathematik. Dieses Symbol steht für die Eins und der Bogen für die Zehn. Und dieses Bild inspirierte wohl zum ersten Symbol, das je für die Zahl 1 Million erfunden wurde. Das Zeichen erinnert an kniende Sklaven und steht damit für große Macht. Die Mathematik wird durch die Zahlen und die Landvermessungen der Ägypter beflügelt und ihr Siegeszug um die Welt beginnt. In die Welt der Aborigines fanden die Zahlen jedoch keinen Eingang. Der Grund? Sie haben in ihrer Geschichte niemals Landwirtschaft betrieben, keine Tiere gehalten, keine Felder bestellt und keine großen Siedlungen gebaut. Sie haben einfach keine Zahlen gebraucht. Die australischen Eingeborenen, die müssen wirklich ein fantastisches Gedächtnis haben. Denn ihr Regel- und Zeichenwerk, also ihr Code, ist sehr komplex. Ihre Welt ist in Bildern und Geschichten geschrieben und nicht in Zahlen. Und sie leben in einer Umwelt, die weitestgehend unverändert ist. Wir dagegen, wir verändern unsere Umwelt andauernd. Und deshalb brauchen wir abstrakte Zahlen zur Orientierung. Das Neue und das Andere muss immer wieder gezählt werden, damit Ordnung herrscht. Die Ordnung, also die Ordnung in der Natur, wurde von den Griechen sogar in der Mathematik vermutet. Also aus dem praktischen Zählen und Rechnen wurde Philosophie. Und die Zahlen wurden zu den Boten der Ordnung des ganzen Universums, des Kosmos. Ja, aber so manches mathematische Rätsel brachte die Griechen an den Rand der Verzweiflung. So zum Beispiel folgende Frage: Kann man nur mit Lineal und Zirkel bewaffnet eine Kreisfläche
in eine gleich große quadratische Fläche verwandeln. Klingt einfach, ist es aber nicht. Ein Drama mit tödlichem Verlauf nimmt hier seinen Anfang. Im antiken Griechenland vor mehr als 2000 Jahren. Es ist eine Zeit großer kultureller Errungenschaften. Schon in ihren Kunstwerken zeigen sich die künstlerischen und technischen Fähigkeiten der Griechen. Keine Aufgabe scheint zu schwierig, keine Herausforderung zu groß. Für die gigantischen Tempelbauten lösen sie Probleme der Statik. Mathematik und insbesondere die Geometrie spielen eine wichtige Rolle für die griechischen Denker. Die Philosophen streben nach Perfektion, nicht nur in der angewandten Mathematik, sondern auch in theoretischen Fragen. Die Quadratur des Kreises stellt die Gelehrten vor ein richtiges Problem und verursacht Kopfzerbrechen. Vor allem einen lässt dieses Rätsel nicht los: Archimedes. Er ist ein hochangesehener Ingenieur und Mathematiker. Und er verfällt der Fragestellung, wie sich die Fläche eines Kreises exakt durch ein Quadrat darstellen lässt. Ein Quadrat, das sich von außen an den Kreis schmiegt, ist zu groß. Unterteilt man die Fläche in vier kleinere Quadrate, so kann man versuchen, mit dreien von ihnen die Fläche zu bedecken. Doch diese Fläche ist zu klein. So sehr man sich auch bemüht, keine Näherung genügt den Anforderungen nach Exaktheit. Archimedes lässt dieses Problem nicht los. Während er sich ganz in seine Wissenschaft vertieft, wird seine Heimatstadt Syrakus von römischen Soldaten gestürmt. Ein Soldat fordert ihn auf, seine Arbeit zu unterbrechen. Archimedes soll unwirsch entgegnet haben: Störe meine Kreise nicht. Ein Satz mit Folgen. Heute ist klar, dass sich Archimedes mit einer unlösbaren Aufgabenstellung quälte. In der Berechnung der Kreisfläche steckt eine Zahl, die es für die Griechen eigentlich nicht geben durfte. Eine irrationale Zahl, eine Zahl, die sich nie ganz genau festlegen lässt. Es ist eine Zahl zwischen 3 und 4 mit unendlich vielen Stellen nach dem Komma. Heute liegt der Weltrekord der berechneten Ziffern bei 12 Billionen Stellen. Selbst der Einsatz sämtlicher Großrechner der Welt wird nie einen genauen Wert von der Kreiszahl Pi liefern. Es bleibt eine Annäherung. Es geht einfach nicht. So sehr wir es uns auch wünschen und so genau wir auch immer rechnen, die Quadratur des Kreises ist unmöglich, weil Pi nicht endet und weil Pi mal Daumen nicht genügt. In der Zahl Pi stecken ja theoretisch alle möglichen Zahlenkombinationen drin. Ausweisnummern, Lebensversicherungsnummern, Geburtsdaten, sogar die Lottozahlen vom nächsten Samstag, allerdings ohne Gewähr. Wir irdischen Winzlinge können Zahlen kreieren, die hinter dem Komma nicht enden, aber auch riesengroße Zahlen. Und das geht ganz einfach. Da gibt es eine uralte Legende von Sissa ibn Dahir, dem Erfinder des Schachspiels. Der hat sich von seinem Fürsten zur Belohnung seiner Dienste Reiskörner erbeten. Der Maharaja möge bitteschön auf das erste Feld einen Reiskorn werfen und dann bei jedem weiteren Feld verdoppeln. Am Anfang hat der Maharaja noch gelacht, aber dann hat sich herausgestellt, am Ende wären es 18.446.744.073.709.551.615 Körner. Eine Pyramide von 5 Kilometer Höhe oder anders gesagt 40.000 Cheops-Pyramiden. Die Macht der mathematischen Regeln zog bald die ganze Welt in ihren Bann. Ein Denkwerkzeug, das einmal eingesetzt, sogar uralte Weltbilder zu Fall bringen sollte. Im ausgehenden 16. Jahrhundert bestimmen religiöse Vorstellungen das vorherrschende Weltbild. Demnach habe Gott die Welt in perfekter Harmonie erschaffen, mit einer ruhenden Erde im Zentrum des Universums
um die die Sonne, die Planeten und die Sterne ihre kreisrunden Bahnen ziehen. Doch es gibt Beobachtungen, die nicht ins perfekte Bild passen. So vollführt zum Beispiel der Mars regelmäßig seltsame Schleifen am Himmel. Wie das zur Vorstellung von den kreisrunden Planetenbahnen um die Erde passen soll, ist ein Rätsel. Zu dieser Zeit beginnt ein Klosterschüler, die Astronomie für sich zu entdecken. Der junge Johannes Kepler. Er ist ein Sonderling, ein mathematisches Genie. Schon als kleiner Junge hat er einen Kometen und eine Mondfinsternis beobachtet. Er ist fasziniert von den Himmelsphänomenen und überzeugt, Gott hatte bei der Schöpfung einen Plan. Und diesen will er entschlüsseln. Während seines Studiums der Theologie und Mathematik stößt er auf eine bereits 50 Jahre alte Arbeit. Darin schlägt ein gewisser Nikolaus Kopernikus ein überzeugendes Modell zur Berechnung der Planetenbahnen vor. Setzt man voraus, dass nicht die Erde im Mittelpunkt ruht, sondern die Sonne, erklären sich die Marsschleifen wie von selbst. Auf ihrer Bahn um die Sonne überholt die Erde regelmäßig den Mars. Immer wenn das passiert, scheint von der Erde aus der Mars zeitweise rückwärts zu laufen und so eine Schleife zu beschreiben. Kepler ist überzeugt, das kopernikanische Modell beschreibt das richtige Weltbild. Und nur die Mathematik kann helfen, das zu beweisen. Doch Kepler fehlen die finanziellen Mittel, um sich allein seinen Studien zu widmen. Er sieht sich gezwungen, als Lehrer anzuheuern. Mit mäßigem Erfolg. Seine Schüler können seinen Gedanken oft nicht folgen. Doch ein Gutes hat die Arbeit. Während einer Astronomiestunde hat Kepler eine Idee, die, so glaubt er, der Schlüssel zum Verständnis der Planetenbahnen ist. In eine Darstellung des Himmelskreises zeichnet er ein gleichseitiges Dreieck. Dabei bemerkt er, der kleine Kreis innerhalb des Dreiecks steht im gleichen Verhältnis zum äußeren Kreis wie die Umlaufbahn des Jupiter zur Umlaufbahn des Mars. Diese Harmonie bringt Kepler auf eine Idee. Wenn man verschiedene symmetrische Formen nur richtig ineinander schachtelt, könnten sich vielleicht auch die Bahnen der anderen Planeten erklären lassen. Dies wäre ganz im Sinne von seiner Vorstellung einer göttlichen Geometrie. Doch die Planetenbahnen wollen nicht zu den perfekt symmetrischen Körpern passen. Keplers Vermutung, sein Modell stimmt, nur die Beobachtungsdaten sind zu ungenau. Zu der Zeit ist Tycho Brahe der Astronom, der über die genauesten Daten verfügt. Jahrzehntelang hat er den Himmel vermessen. Auch er kennt die beiden konkurrierenden Himmelsmodelle. Brahe glaubt jedoch, dass die Erde im Mittelpunkt ruht. Anhand seiner Daten möchte er genau das beweisen. Doch ihm selbst fehlt die mathematische Begabung. Im Jahr 1600 lädt er deshalb Kepler ein, ihm in Prag zu assistieren. Tycho erwartet, dass Kepler für ihn beweist, die Erde ruht im Kosmos. Kepler hingegen hofft, mit Tychos Daten zeigen zu können, dass sich die Erde gemäß seiner göttlichen Geometrie bewegt. Eine problematische Zusammenarbeit. Bald misstraut Tycho seinem Assistenten und gewährt ihm lediglich Einblick in die Daten der komplizierten Marsbahn. Doch genau diese Aufgabe führt Kepler auf die richtige Spur. Er sieht sich gezwungen, ein neues Modell zu entwickeln. Die Beobachtungen lassen sich am besten erklären, wenn die Planeten bei ihrem Umlauf um die Sonne keine Kreisbahnen, sondern Ellipsen beschreiben. Und wenn sie zudem umso schneller laufen, je näher sie der Sonne kommen. Das Weltbild mit einer ruhenden Erde ist damit hinfällig. Aber auch Keplers eigene Vorstellung von einer göttlichen Geometrie. Diese hat er mit seinen eigenen Berechnungen widerlegt.
Kepler vertraut der Mathematik und behält recht. Die Keplerschen Gesetze der Planetenbewegung haben bis heute Gültigkeit. Johannes Kepler holte die Planeten und die Sterne vom Himmel, indem er sie berechenbar machte. Er war fest von der göttlichen Ewigkeit der Geometrie überzeugt. Und diese seine Intuition brachte den Durchbruch für die rationalste Leistung des menschlichen Geistes. Die Mathematik wurde zu dem Instrument der Naturwissenschaften bei der Untersuchung der Natur und der Suche nach den Gesetzen der Natur. Naturgesetze, das klingt so, als ob die Mathematik auch ohne uns in der Natur wäre. Also wissen vielleicht auch Tiere, dass 1 und 1 2 ist. Antwort geben da Wesen, die könnte man als irdische, außerirdische bezeichnen. Wesen wie von einem anderen Stern. Geboren aus streng geometrischen Strukturen. Bienen. Sie können Fähigkeiten entwickeln, die uns staunen lassen. Doch sollten sie auch ein Verständnis von Mathematik haben? Bienen gelten als besonders klug. Sie besitzen ein komplexes Kommunikationssystem. Mit komplizierten Tänzen übermitteln sie ihren Artgenossen Richtung und Entfernung von ergiebigen Futterquellen. Bienen haben einen gemeinsamen Code entwickelt, um komplexe Botschaften zu verschlüsseln. Doch könnten sie auch einen fremden Code knacken? Genau das wollen Forscher jetzt nachgewiesen haben. Der Versuch. Eine Biene sieht am Eingang einer Röhre ein Schild mit mehreren Punkten. Nur in Richtung des Wegweisers mit der gleichen Anzahl an Punkten gelangt sie zur Belohnung. Die Biene muss sich also die Zahl der Punkte merken und später wiedererkennen. Eine Aufgabe, die sie selbst dann richtig erfüllt, wenn die Anzahl der Punkte und sogar die Symbole selbst variieren. Der Versuch zeigt, Bienen können zumindest kleine Zahlenmengen unterscheiden. Vielleicht ist ein Verständnis für Zahlen tatsächlich eine Universalsprache, die überall im Universum gültig ist. Also, dass die Bienen wissen, was mehr oder weniger ist, das ist ja schon überraschend. Andererseits, wenn man an ihren Tänzeltanz denkt, der zeigt ja, dass sie was von Geometrie verstehen. Denn durch ihr Tänzeln teilen die Bienen ja ihren Mitbienen mit, unter welchem Winkel relativ zur Sonnenstrahlung die fliegen müssen, damit die zur Futterquelle kommen. Das ist quasi ein Tänzel-Navigationssystem. Und wenn man dann noch an die Struktur der Bienenwaben denkt, da drängt sich doch der Gedanke auf, dass da ein mathematisches Zeichenwerk, ein Code hinter der Natur steckt. Könnte also nicht das Buch der Natur in Mathematik geschrieben sein? Viele Strukturen in der Natur sind so harmonisch und regelmäßig, dass man kaum glauben kann, sie seien zufällig entstanden. Auch in der Tierwelt scheint vieles wie auf dem Reißbrett entworfen, wie durch ein mathematisches Regelwerk, einen Code des Lebens bestimmt. Im Gesamten wirkt die Natur jedoch komplex und undurchsichtig. Könnte sich dennoch alles auf bestimmte Gesetzmäßigkeiten, auf einfache Formeln zurückführen lassen? Manche Vorgänge in der Natur scheinen tatsächlich berechenbar. Die Flugformationen von Staren bilden komplizierte Muster. Und doch haben Forscher die Gesetze dahinter entschlüsselt und im Computer nachgebildet. Drei schlichte Regeln reichen dafür aus. Erstens, behalte die gleiche Fluggeschwindigkeit. Zweitens,
bleibt in der Nähe der Artgenossen. Und drittens, wenn ein Feind sich nähert, weiche aus. Mit diesen einfachen Gesetzmäßigkeiten lassen sich Muster erzeugen, die den echten Starenschwärmen erstaunlich ähnlich sind. Könnte ein verborgenes Regelwerk vielleicht auch die gesamte Natur beschreiben? Ende der 1970er Jahre ist ein Mann fest davon überzeugt, Benoit Mandelbrot. Er glaubt, ein grundlegendes Prinzip erkannt zu haben. Strukturen in der Natur verzweigen sich oft zu immer feineren Unterstrukturen, die sich im Wesentlichen nur durch ihre Größe unterscheiden. Die Natur wiederholt sich selbst, so seine These. Indem man zum Beispiel einen Stamm immer wieder in zwei neue Zweige unterteilt, entsteht eine Struktur, die in der Natur ihr Ebenbild findet. Sollte in diesem einfachen Prinzip der Schlüssel zum Code des Lebens liegen? Mandelbrot nutzt die damals noch neue Computertechnik, um seine Idee zu testen. Was seine Formeln erzeugen, ist ein merkwürdiges Diagramm. Erst mit modernen Computern hoch aufgelöst, offenbart das Mandelbrot-Diagramm seine ganze Komplexität. Das Erstaunliche, die Feinstrukturen erinnern tatsächlich an vielfältige Formen in der Natur. So finden sich zum Beispiel Pflanzenstrukturen, schneckenähnliche Spiralen und Blattmuster. Und es gibt sogar Bereiche, die an Flussläufe oder Blutgefäße erinnern. Doch so komplex das Diagramm auch scheinen mag, es entsteht durch das einfache Prinzip der Wiederholung. Ganz gleich, wie weit man hineinzoomt, man stößt immer wieder auf die gleiche Grundstruktur. Für Mandelbrot ist das der Schlüssel zum Code des Lebens. Benoit Mandelbrots Entdeckungen verweisen auf mathematische Prinzipien hinter den komplexen Strukturen der Natur. Aber sie sind nur Beschreibungen. Was fehlt, ist der Grund, die Ursache dafür, dass die Natur Wiederholungen wiederholt. Klarheit gibt ja erst die Kombination aus Naturwissenschaften und Mathematik. In der Natur verläuft eben alles immer sehr sparsam. Es soll möglichst wenig Energie verbraucht werden. Und wenn die Natur einmal einen solchen Prozess entdeckt hat, dann wiederholt sie den so lange, bis sich die Bedingungen verändern. Mandelbrots virtuelle Welt ähnelt in vielem unserer wirklichen Welt. Da könnte man doch auf den Gedanken kommen, es umzudrehen, nämlich die Natur im Computer zu simulieren. Einst waren Überflüge über Landschaften nur Abenteurern und wagemutigen Kameramännern vorbehalten. Doch das sollte sich ändern, als Computeringenieure begannen, digitale Welten zu erschaffen. Für Spielfilme musste man früher Fantasielandschaften zeichnen. Jede Bewegung wurde in einzelne Bilder aufgelöst. Nur so wurde eine Szene lebendig. Einen Überflug zu zeichnen, bei dem sich das Bild der Landschaft ständig verändert, war eine schier unmögliche Aufgabe. Doch dank Mandelbrots Prinzip können nun Computer die Arbeit übernehmen. Mit ihnen lassen sich Dinge stoisch wiederholen. Zum Beispiel Dreiecke. Eine zunächst sehr schlichte Bergdarstellung wird immer und immer wieder in ähnliche, nur kleinere Dreiecke unterteilt. Wie durch Zauberhand entsteht so eine realistisch anmutende Berglandschaft, über die man hinwegfliegen kann. Auch Pflanzen lassen sich nach diesem Prinzip gestalten.
Die neue Technik bringt den Durchbruch für aufwendige Computeranimation. Bis heute werden Landschaften in Animationsfilmen nach diesen Regeln gestaltet. Die Darstellungen werden immer detailreicher, immer realistischer. Doch Mandelbrots Prinzip der Wiederholung kann noch mehr als schöne Landschaften generieren. Manche Spezialeffekte wurden erst mit seiner Methode möglich. Ein Lavatropfen zum Beispiel beschreibt gemäß den Gesetzen der Bewegung nur eine schlichte Parabelbahn. Mit Mandelbrots Wiederholungsprinzip lässt sich der Tropfen so in kleinere Tröpfchen zerteilen, dass der Eindruck mit jedem Schritt realistischer wirkt. So hat Mandelbrots Code des Lebens zum Erfolg dieses berühmten Heldenepos beigetragen. Tja, Mathematik macht's möglich. Glühende Lava umströmt sie, aber die beiden Jedis kriegen von der Gluthitze des Materials nichts mit und bleiben ganz cool. Ist eben nur Animation. Mathematik. Mathematik setzt ins Verhältnis, gibt Maß und Zahl und ist völlig logisch. Aber warum die Welt so ist, wie sie ist, das kann die Mathematik auch nicht erklären. Natürlich kann man die Sonnenstrahlung berechnen, man kann sie genau messen, aber was daraus wird, das Leben auf der Erde, der Sauerstoff zum Atmen, die Wärme auf unserer Haut, davon wissen die Gleichungen nichts. Ich bin mir ganz sicher, Mutter Natur schmunzelt, wenn sie immer wieder sieht, wie wir versuchen, alles Mögliche zu berechnen. Denn sie weiß, es kommt ein Zauber, ein Geheimnis hinzu, das sich in keiner Zahl und keiner Formel ausdrücken lässt.